Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam DX. The Deluxe. Guten Morgen, Sol. Ich hoffe, du hattest eine erholsame Nacht. Also gut, machen wir uns auf den Weg zum Donnerberg, um Tengghuls zu retten. Aber Simsel hat uns ja geraten, uns vollkundig vorzubereiten. Was meinst du? Wollen wir sofort zum Donnerberg gehen oder warten wir noch? Die Entscheidung liegt bei dir. Aber in jedem Fall sollten wir unser bestes Gamesport eigentlich Nebenmission machen. Klonk. Nach Post sehen. Wechselwirkungen zwischen Typen. Pokémon gehören jeweils einem bestimmten Typ an, wie zum Beispiel Feuer oder Wasser. Die Wechselwirkungen zwischen diesen Typen beeinflussen den Schaden, den man verursacht oder leidet. Du kannst die Effektivität einer Attacke überprüfen, indem du dich dem Gegner zuwendest. Und ZL drückst. Kreis sehr effektiv, oranger Kreis normal. Dreieck nach unten nicht sehr effektiv. X kein Effekt. Mach dir diese Angaben im Kampf zunutze. Pokémon-Zeitung, ein Geschenk von der Rettungsorganisation. Als Belohnung für deinen unermüdlichen Einsatz hat die Rettungsorganisation ein Geschenk für dein Retterteam. Löse die beigefügten Intensiv-Tickets im Maguita Dojo ein und trainiere, was das Zeug hält. Ich wurde angegriffen. Ein Wampel. Still come. U2. So, dann gehe ich jetzt aber nochmal hier lang. Kaufen. Was hast du? Ah, glitzernde TMs. Okay. Hast du Äpfel im Angebot? Einen Top-Ether habe ich verbraucht, hole ich wieder eins dazu. So, ich möchte gerne mal kurz zu meinem Lager was abholen. Nehmen wir mal zwei mit. So, und dann gehe ich noch mal kurz zum Brett und schaue mal, ob es neue Aufträge gibt. Ich kann 16 aufnehmen. Okay, dann nehme ich einfach mal alle mit. So. Und dann machen wir heute mal Nebenmission. Würde ich sagen, aber mein Controller ist gerade alle gegangen. Wie zum Glück laufen, ich nehme jetzt einfach die anderen Joy-Cons. So. Aber habe ich den Controller gestern erst aufgeladen? Naja. Meine ich zumindest. Vielleicht war das ja gar nicht richtig drin. Kann natürlich auch sein. Der Dungeon Donnerberg kann nun erkundet werden. Ich würde mal sagen, wir machen. Wie seltsam, da haben wir nämlich 5 Nebenaufgaben offen. Wir machen zuerst den Stillkamm, da haben wir nämlich 1 und dann gehen wir in die seltsame Höhle. Super Gegner. Ich glaube, ich gehe dann doch lieber erstmal in die seltsame Höhle. Aber ich muss ja eigentlich nur in U2, ne? Dann machen wir erstmal ein bisschen Nebenmissionen. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Wampel befindet.
Nimm das Glut. Dann nehme ich auch die ganzen Items damit. Ich schaff das so. Das schafft ja auch schon alleine. So, dann gehen wir nochmal hier lang. Und da haben wir auch schon Wampel. Auftrag abgeschlossen. Danke, komm später bitte zur Pilipperpost. Ja. Ja, mein Auftrag ist nämlich abgeschlossen. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Ich danke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen. Ich habe noch andere Nebenaufgaben, die ich machen muss. Es wäre schön, wenn man alle Quests so einfach so machen könnte und dann entscheiden könnte, wann man aufhören möchte. Yay, schon wieder Post. Als Belohnung kriegst du diesmal wieder Tickets. Das 1x1 der Link-Attacken. Dies sind die empfohlenen Link-Attacken für Anfänger, Typ Pflanze, Kampf oder Boden. Bisasam, Schlammblatt plus Samenbomben. Indivier, Antikraft plus Tackle, Gagabo, Eisenschweif plus Absorber, Macholo Durchbruch plus Karateschlag, Dragosso Durchbruch plus Knochenkeule. Typ Feuer oder Normalknummer, Nabiss und Kratzer. Okay. Das lassen wir jetzt einfach mal aus. So, dann machen wir doch jetzt mal die seltsame Höhle. U2, U3, U4, U5, U7. Ist ja praktisch alles zurück nacheinander. Der Auftragsgeber Nidoran ist auch mit von der Partie. Yay. Da unten ist ein Shop. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Und? Blut. So, auf in die nächste Ebene. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Nidoran weiblich aufhält. Auftrag abgeschlossen. Danke, komm später bitte per Lipperpost. Nein, möchte ich nicht. Sehe ich hier eigentlich auch meine Aufträge, die ich aufgenommen habe? Ja. U3 Hornio. Okay. Aber da kann ich nicht. So, du bist da. Ich sehe schon, ihr seid in der Prinzlage, ne? Nicht wirklich. Ein Level Up für Tilo. So, dann hebe ich meine Pokégeld hier auf. Gehe erstmal hier runter. Schon mal keine Treppe. Oh, voll sagt das hier.
Funkenflug. Und Glut. Funkenflug. Ja, ein Level Up für Glumanda. Ja, mein Level ist gestiegen, aber der Magen bleibt leer. Oh Gott. Not the Sandwirbel. Ich gehe erstmal hier nach oben. Irgendwo muss die Treppe ja sein. Funkenflug. Na, warum nicht? Wir haben zwar noch keinen Kern, aber immerhin. Blut. Mein Geld noch mit. U3. Okay, ich muss so holen, ja. Das ist kein Problem. Gehen wir mal hier nach oben. Wunderschön. So. Geht die Welt. Dum, dum, dum. Ui. Ist noch ein Item. Aua. Na, schauen wir schon mal bitte. Ey, was habe ich jetzt mit dem ganzen Fallen hier? Was ist die Tür? Trainingsschalter, wenn ein Pokémon darauf tritt, steigen die von ihm und seinen Mitstreitern eingesetzten schneller im Level auf. Dieser Zustand wird an, solange sie sich auf dieselben befindet. Dankeschön. Ich meine, das ist das mit den Sternmarkierten, ne? Das ist ja. Paradies an Items. Die Mission ging gerade ziemlich gut von Dana. Nein. Und schafft ihr es? Panik, das Pokémon ist in Panik geraten und versucht vor anderen Pokémon zu fliehen. Dabei kann es keine Attacken einsetzen, keine Items verwenden oder aufsammeln und auch nicht die Treppe benutzen. Um zur nächsten Ebene zu gelangen, die Optionen Umsehen und Anführer wechseln werden ebenfalls gesperrt. Der Zustand wird sich nach einer Weile aufgehoben. Hat sich gelegt. Okay. U5. Da oben ist er. Hallo, Sturm. Glut.
Au! Blöde Verwirrung. Oh, ein Flug. Da ist schon mal die Treppe, das ist gut. Danke, komm später bitte zur Lieberpost. Ich glaube, eine müssen wir noch haben, und zwar auf U7, ne? Das überprüfe ich mal kurz. Genau, U7. Haben wir auch bald geschafft. Kannst du fallen hier? Gehen wir schon. Die Zellen leuchten auf die Nerven, ne? Ich hoffe, ich finde schnell die. Ja, bitteschön. Oh, wir können Visor auch behalten. Aber ist gut. Ich nehme mal kurz die Items hier auf. Warum ist das so ein riesiger, dicker, fetter Gegner? Ich will nicht. Flug. Ich bock mir wieder eine Armee auf. So, ein bisschen Items verschwinden. Warte, 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 warte. Hm. Wo komme ich dran? Oh, Flug. Und irgendwie halt auf uns gekommen. Und Flug. Blut. Mach von Flug. Ich habe Zeit, dass wir U7 finden. Und hier, da oben kommt schon wieder so ein Onyx. Oh, ich brauche jetzt was zu essen. Na, kommt wieder ein Onyx. Blut. Drachenblut. Drachenblut. Aua. Blut. Nochmal Drachenblut. Thank you.
habe eine Armee voller Pokémon hinter mir. Wofür? Okay, da ist die Treppe. Aber immerhin. Ich hab's von alleine geschafft, okay. Ich nehme das Geld noch kurz. Wunderschön. Okay, jetzt wo ich Äther habe, kann ich auch einmal einsetzen. Sicher ist sicher. Das ist ja ein Onix. No. Los, nicht wecken. Erst noch mal passen. Hurra, Nidoran ist überglücklich, dass du Nidoran weiblich mitgebracht hast. Und damit ist auch der letzte Auftrag abgeschlossen. Gehen wir hier wieder zurück. Ja, bitte. Ich will mal sagen, das war voll Erfolg. Es gibt kein Camp. Dafür kriegst du jetzt 340 Poké-Dollar. Ja, ich möchte gerne wieder so ein Team aufnehmen. Schlurp scheint deinem Team beitreten zu wollen, fügt über das Talent entschärfen. Kann sich im himmelblaue Ebene niederlassen. Ja, bitte. Ich nehme alle mit. All die ich rekrutieren kann, nehme ich mit. Danke für deine Hilfe. Hier bitte, deine Belohnung. Einmal ein Sink. Okay. Danke für deine Hilfe. Hier deine Belohnung. Zwei perfekte Äpfel. Danke für deine Hilfe. Hier bitte, deine Belohnung. Ein Mini-Belay-Basam. Und der Kreis fühlt sich so langsam. Vielen Dank, dass du mir das Item modische Brille gebracht hast. Hier ist deine Belohnung. Bänder. Danke, dass du mich zu meinem Herzblatt Nidoran geführt hast. Hier bitte, deine Belohnung. Ein Top-Elixier. Ja, das war ein voller Erfolg. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Also bis morgen. Am nächsten Morgen. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle, mache ich Schluss und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei der nächsten Hauptmission. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Mystery Dungeon. Bis dahin, tüdelü.